Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe FIFA 18 Manager Modus mit Lincoln City. Ja, bis jetzt nicht sehr erfolgreich in die Saison gestartet, aber das möchte man im Carabao Cup ändern gegen Accrington. Man hat aber jedoch mit Verletzten zu kämpfen. Da sehen wir es, McManamy, der Top-Torschütze, fällt leider aus. Wir probieren es das mal so. Vom Start weg. Jetzt ladet er ziemlich lange. Läuft. Mehr Einsatz. Oh, hoho. So. Ah, nicht erneut versuchen. Natürlich Start. So. Auf geht's, bisschen Rehabilitierung ist angesagt. Zittert man ja jetzt doch schon etwas. Erstes Jahr bei dem Verein als Trainer. Und es läuft nicht gut. McGuire Drew. Per Kopf. Erste gute Chance in der zweiten Minute. Oh mein Gott. Sowas darf nicht passieren. Ja, Gott sei Dank Abstoß. Auch Accrington macht Fehler. Jawohl! Arnold! Da hat jetzt die Mittelfeld-Connection wunderbar geklappt. 1:0. Zehnte Minute. Ja, in dieser Saison konnte man erst einen Sieg gesamt weiter verbuchen. Zwar gegen die Admira. Oh! Ja, und die macht er doch noch. Innen gegen die Laufrichtung gespielt, aber doch noch erwischt. Ja, einen knappen 3:2 Sieg im Vorbereitungscup konnte man gegen die Admira feiern, aber sonst läuft nichts. Ja, in den Laufrichtung und dann aber noch schön gedreht den Schuss.
White House. Der mausert sich auf der Position. In der offensiven Mittelfeldabteilung. Schön. Palmer. Macht das 3:0. 17 Minuten. Ja, was ist denn hier los? Spielen sie jetzt doch für einen Trainer? Zehnte, 13. und 18. Letzter Konter. Die Zuschauer geben ein Pfeifkonzert. Bostwick, der heute unauffälliger agiert. Oh. Schlechter Pass. Ja, warum nicht? Ja, Palmer kämpft ja auch noch um die 1er-Position im Sturm. Ein Stürmer verletzt, der andere nicht in Form, so wie es aussieht. Oh! Da kann ich nur sagen, wham! Schöner Seitenwechsel. So, Bostwick hat jetzt ein bisschen Platz. Spielt der Palmer frei. Oh. Stangenschuss. Ja, die sind auf Wiedergutmachung aus. Ui. Ja, da wollte ich es mal selber probieren, wie der Bostwick, der ja schon getroffen hat.
Ja. Vor der Halbzeit noch das Tor für Accrington. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht so wieder wie gegen die Admira ins Schwitzen gerät, beziehungsweise gegen andere Vereine. Schön gemacht. Ja, ich sehe da jetzt keine Veranlassung derzeit auf einen Wechsel. Oh, 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 oh. Das könnte rot bedeuten. Nein, Gott sei Dank nur gelb. Wir sind da ziemlich zurückgestiegen. Jordan Clark zurückhaltend. Haben wir die Grafik hier gesehen? Oh, gerade noch dazwischen. Palmer. Jawohl. Eiskalt versenkt zum 4:1. Ich glaube, der will auch nächstes Spiel spielen. Goli. Ja, aber unter Druck bringt man sie. Sehr schön. Gestört. So. Ginley kommt rein, Arnold geht. Oh mein Gott. Und wieder wunderbar gelöst.
und wieder nicht. Berichten wir noch. So. Und wieder durch. Oh, den hätte er selber machen müssen. So, das war aber kein Fall. So, Uriad wird gehen. Aufgrund der gelben Karte. Whitehouse, der auch eine sehr gute Partie gespielt hat, wird den Platz verlassen. Ein bisschen Fitness schonen. Aber hier braucht man noch Ersatz. Schön abgelenkt mit dem Körper. Da hat er ja viel Platz. Ja, jetzt gehen sie es aber schon ein bisschen gemütlicher an. So, Absatz. Oh, schön abgeblockt noch. Ja, das ist nur noch Ergebniskorrektur, würde ich sagen, von Jackson. Oder? Ja, Ratchet, gelbe Karte. Konnte hier nur den schnellen Jackson so stoppen. In your face, bitch. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Ja, egal was, 3 Minuten immer nur Nachspielzeit.
Ja, ich glaube, das ist gelaufen gleich. Eine Ecke wird es wahrscheinlich noch geben und dann wird bald der Abpfiff kommen. Boah. Das war, Alter, das war Glück. Durch so viele Leute durch. Auch ein bisschen verdeckt der Schuss gewesen. Aber man ist jetzt doch weiter. Hier noch ein paar Highlights. Das 2:0. Hier sehen wir das 3:0 durch Parma. Der wohl derzeit einen Fixstartplatz haben wird. Das zwischenzeitliche 3:1. Und wieder Palmer nachgesetzt. 4:1. Und dann kam aber auch ein bisschen ein Einbruch. Noch ein paar unschöne Szenen. Hier zu der Endstand. Ja Leute, das war's. Das hat man gemacht. Wir sehen uns im nächsten Spiel, wie es weitergeht. Ich bin der FunGamer. Das ist FIFA 18 Manager Modus mit Lincoln City. Macht's das gut. Bis dann und ciao.